ich doch bei dir die ganze Zeit. Ja, ich weiß. Du machst sogar zu viel. Mein Geburtstag war dieses Jahr Albtraum meines Lebens. Na schön. Hiebe statt Liebe. Okay, ist ja gut hier. Hiebe. Quinoa? 99%. Man hat doch meistens nicht viel Zeit, außer man wohnt zusammen. Deshalb der Tag. Ich weiß nicht. Ich glaube, das sieht doch jeder anders. Manche feiern das gerne, manche nicht. Manche vergessen ihren Geburtstag. Da kenne ich auch ein paar Kandidaten. Das ist wirklich eine hübsche Puppe, die ihr da gehabt. Darf ich sie kurz knuddeln? Tut mir leid. Nein, dieses Ding hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Wir werden diese Puppe als Doppelgänger des Hämmerlings einsetzen, richtig? Das stimmt. Dann könnt ihr den echten Hämmerling mit euch in den Tunnel nehmen und einen Weg in die Freiheit graben lassen. Also müssen wir uns nur darum Gedanken machen, dass wir es vom Krematorium zum Loch und wieder zurückschaffen. Du scheinst mir nichts Gutes im Schilde zu führen. Beweg deinen Knochen hinter mir her. Oh oh. Sag nicht mal, mein Geburtstag war auch mal. Ja. Stimmt, irgendwas mit deinen Gelenken nicht. Gefangene sollten in knochenbrecherischem Tempo rennen, wenn sie von einem Wärter gerufen werden. Aber genug davon, ich habe eine Aufgabe für dich. Keine knochentrocknen Feldarbeit, sondern waschechte Bauer... was? Bauarbeit. Der Wachturm sah schon mal besser aus. Die Plattform an der Spitze hat ein paar große Löcher. Dadurch ist es ziemlich riskant, eine Augenhöhle auf euch zu haben. Und genau deshalb musst du sie für uns reparieren. Wovon redest du? Natürlich dürfen die Wärter der Kinderhage und ihre bauerfahrenden Gefangenen darum bitten, Sachen zu bauen. Wie auch immer, 6207, du kennst die Regeln. Keine Widerworte, solange du nicht um Vergebung beten oder um Gnade winseln willst. Also los, steig die Leiter rauf und füll die Löcher mit Sand oder irgendwas anderem. Nero, nutzen wir die Chance, um unseren Weg zum Loch und zurück auszukundschaften. Das passt ja alles sehr gut hier gerade. Meine Mom schafft es jedes Jahr, meinen Geburtstag zu vermiesen, weshalb ich da seit Jahren schon keine Lust mehr auf irgendwas habe. Schon von klein auf. Ah, das tut mir leid. Das tut mir leid, das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Es ist echt sehr schlau, hier mit Sand die Löcher zu stopfen. Nun gut. Damit ist der Wachturm repariert. Gute Arbeit, Nero. Trotzdem geht es mir gehörig gegen den Strich, wie gern sie dich etwas bauen lassen, wenn es ihnen in den Kram passt. Um den ganzen die Kronen aufzusetzen, können wir das Loch von diesem Turm aus kaum erkennen. Das war nichts als Zeitverschwendung. Schade. Naja, da ich gewonnen habe, gehe ich ins Bett, sehen uns vielleicht in Twitter oder auch nicht. Ich hoffe. Versuch's. Die letzten Tage waren wieder ein bisschen doof. Schlaf schön, Oni-chan. Träum was Schönes. Hier kriegst du nochmal einen Hype für die ganzen Geschenke. Dankeschön. Kenne ich. Meine Mutter war der Hund lieber als ihr Sohn. Du bist halt kein Gratulier, nix, nur Lester. Sowas ist echt nicht schön. Ah, ich verstehe sowas nicht. Man sollte doch seine Kinder so lieben einfach. Man hat sie geboren, dann sollte man doch irgendwie... Hey, Knochen hören, muss der Wachturm da drüben auch repariert werden? Wir könnten das übernehmen. Zeig etwas Respekt. Du solltest nicht vergessen, wer von uns beiden der Gefangene ist. Allerdings hast du recht, der Wachturm hat auch ein paar Löcher. Geht und sprecht mit dem Wächter beim Turm. Sagt ihm, dass sie in meinem Auftrag kommt, aber ein bisschen Dalli. Okay. Die sind ja ganz schön doof. Mit den Gesagten stimmt manchmal, ist das mit dem Sagen wie ein Erschacht in Richtung Moment den Zug machen. In den richtigen Moment den Zug machen, ja. Ich glaube, das mit dem Internet, den man schlecht macht, verstehe ich einfach nicht. Sind doch alles nur nix. Warum sollte mich...
Es kommt darauf an, was du für einen Bezug zu der Person hast. Wenn du die Person jetzt Jahre kennst und die vielleicht auch schon mal getroffen hast und die dich dann aber dann scheiße behandelt laufend und Mist macht und so. Man hat ja einen ganz anderen Bezug dann. Einfach jetzt irgendwelche Nicks, die einen beleidigen oder irgendwelche Scheiße erzählen, die gar nicht stimmt, da geht bei mir jetzt auch nichts. Aber wenn man die Person länger kennt, die vielleicht auch schon mal gesehen hat oder mehr eine Beziehung zu der Person aufgebaut hat, da ist das schon wieder was anderes. Also wenn jetzt irgendjemand von euch schreibt, das Mann ist die Kacke oder die Scheiße aus, das juckt mich nicht. Du bist schwanger. Ja, Entschuldigung, dass ich zugenommen habe. So, was wollt ihr beiden hier? Na gut, dann wollen wir diesen Turm mal reparieren und dabei den Weg zum Loch genauer unter die Lupe nehmen. Ich habe es von den anderen Wärtern schon von deinem plapperfreudigen Kieferknochen gehört. Wovon ihr in Hagonsdamm sprichst du? Zufällig war einer deiner lieben Mitwärter, der uns hergeschickt hat. Wir sollen diesen Wachturm reparieren. Als ob, glaubst du wirklich, wir würden Gefangene mir nichts, dir nicht rumlaufen und Dinge bauen lassen? Na gut, aber jammert mich nicht voll, wenn ihr durch einer dieser riesigen Lücken in den Bodenbrettern fallt. Du Kleiner! Na schön, klettert an die Spitze und füllt die Lücken mit etwas Sand und verratet dem Aufseher nichts davon. Na klar. Nur um dein Argument zu unterstützen ist. Ja, ich meine. Bevor Liz schwanger wird, friert die Hölle zu. Es gibt eine Hölle? Klar, da wohnt Eliza. Spoiler-Timeout für Keks. Das ist kein Spoiler. Ich habe doch schon angekündigt, dass ich in der Hölle wohne. Und ihr, ich klaue euch eure Seelen. Also alle, die Subs sind, haben keine Seele mehr. Diese ist bei mir in der Hölle. Und ihr seid im Keller eingesperrt. Herzlich willkommen. Natürlich gilt es auch für die Follower, ne? So. Damit wäre das erledigt. Die Kinder Hagons sind mit ihren Regeln wirklich flexibel, wenn es ihnen passt, was? Wir machen ein riesiges Tamtam darum, wie böse Erbauen ist und bitten uns dann, genau das zu tun. Irgendjemand muss doch auch ihr blödes Gefängnis gebaut haben, oder? Da frage ich mich, ob irgendeiner dieser Kinder je auch nur auf ein Wort von Hagon gehört hat. Aber das ist erstmal egal. Guck mal, Nero. Von hier oben haben wir einen ziemlich netten Ausblick. Sieht aus, als wäre der Eingang zum Loch ziemlich gut bewacht. Vielleicht könnten wir dir das Holz aus den Klippen hervorragt, dabei helfen, einen anderen Weg hineinzufinden. Also eine Art Treppe dann nach oben, oder was? Meldet euch bei dem Wärter, der euch hergeschickt hat, wenn ihr soweit seid. Und wenn irgendwer fragt, dann sagt ihm, dass ich nichts von der Sache wusste. Okay. Ich nicht mal so schlecht, ist wenigstens warm. Ja, das stimmt. Nicht, wenn die Gasrechnung wieder nicht bezahlt wurde, dann kommt Gott. Oh, wow. Meinst du Hellheim? Nee, da kannst du dann allein bleiben. Hass es, wenn es kalt ist. Schau nach, ob du einen guten Weg zum Loch entdeckst, während wir den Wachturm reparieren. Was hab ich gerade? Endlich fertig, ja? Arbeitet nächstes Mal doppelt so schnell, ihr Knochen, Kasper. Es bleibt noch etwas Zeit bis zum Sonnenuntergang. Wisst ihr was? Ihr dürft euch den Rest des Tages freinehmen. Schließlich ist ein Kernbestandteil der Rehabilitation, über seine eigenen erbärmliche Existenz nachzudenken. Okay, ich denke über Kekse nach. Könntest du etwas bauen, das meine Knochen erwärmt? Etwas wie ein Buch der erbaulichen Bilder vielleicht? Ja. Na gut, ich glaube sowieso nicht, dass sie mir sowas angucken wollen würde, wenn ich wüsste, dass die Bilder von dir gemalt wurden. Ich kann gut malen, ja? Also ich weiß, wie Brüste gehen. Falls du allerdings irgendwo eins finden solltest, dann lass es bitte auf den Tisch da drüben liegen. Dadurch würde die Nachtwache um einiges interessanter werden. Ah ja.
Interessant. Ist ja gut. Ich gehe ja schon. Spaßbommeln, genau, immer diese Bälle. So schwer ist es doch gar nicht. Einfach Kreise malen, dann ist gut. Na, wenn das nicht der einzige war. Achso, das hatten wir. Das wiederholen die ja die ganze Zeit hier. So, dann krieg ich Essen. Kriegt mein Kumpel jetzt auch mal wieder was zu essen, oder? Er kriegt schon wieder nichts. Das ist jetzt der 6. oder 7. Tag? What the fuck? Das können sie auch übertreiben. Und das mit dem Kapitel ist echt cool mit dem Gefängnis. Auch wenn sich jetzt einiges wiederholt, wir dürfen auch nicht mehr machen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es so endet. Im Knast. Gute Arbeit bisher, Nero. Die Erfolgschancen unseres Fluchtplans stehen nicht schlecht. Heute Nacht werden wir alles in Bewegung setzen. Ja. Du musst den Hämmerling um jeden Preis befreien. Nimm den Schleim mit. Er kennt diesen Ort wie seine Westen. Er kennt diesen Ort. Ich würde liebend gern helfen, aber ich hänge in meiner Zelle fest. Ich wünsche euch viel Erfolg. Dankeschön. Wobbeliwupp, Nero ist wieder da. Ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Was? Die haben euch ins Loch geworfen? Diese Schleimkerle sind so geschleim. Konntet ihr die Zeit wenigstens schlutzen, um einen Fluchtplan auszukleksen? Oh Gott, das ist jetzt um... Wie spät ist es? 2.40 Uhr. Du möchtest dich mit dem wahnschleimig gewordenen Hämmerling anfreunden und ihn dabei helfen lassen, den Tunnel zu graben? Aber das ist doch verrückt. Ihr werdet niemals Schlamm erraten. Er würde dir ja noch nicht mal die Hand reichen. Du siehst aber sehr zu verschlägt aus, Alter. Hast du den Blob benannt? Ich habe ihn Slimer genannt. Wie das Pokémon. Du siehst aber sehr zu... Ja, das hatte ich gerade. Vielleicht geht es am Ende. Geht am Ende alles gut. Ich werde hier den Hafen halten. Viel Erfolg. Gut, dann auf zum Krematorium. Ja, deshalb frage ich. Mir ist kein besserer Name eingefallen und dann ist mir dieses Pokémon eingefallen. Slimog, dieses giftige Schleim-Pokémon. Ich wollte ihn zuerst Schleimi nennen, aber das war noch unkreativer als alles andere. Wie ist dein richtiger Name nochmal? Machimilian. Dein richtiger Name ist Machimilian. Da finde ich ja meinen Namen wohl besser. Ich habe ihn blauer Kot genannt. Wow. Wow. Killer, wow. Hier ist unsere Freiheit. Thank you.
Hashtag unkreativ. Im Oktober in Berlin wegen dem Pre-Release von Cosmic Eclipse, dem letzten Pokémon-Set aus der SM. Ja, cool. Wieso wundert mich das nicht? Ja, das dürfte uns nicht mehr wundern, Klaus. Das ist einfach Killer. Das ist einfach Killer. Da lag eine Leiche und man kann sie nicht looten. Komisches Spiel. Na, ich glaube, die haben sowieso den ganzen Besitz uns weggenommen. Wir haben ja auch nichts mehr, außer komischerweise haben wir jetzt Sachen. Das lassen sie uns. Aber damit kann ich eh nicht viel machen. Leider. Aber die nehmen uns ja all unsere Besitztümer weg. Deswegen, ja. Hey, du hast die Tür aufgeschlossen. Schleifach, tolle Arbeit. Dann lass uns jetzt zum Loch gehen und mit dem Hämmerling anfreunden. Komm mit, mein Nero. Da ist ein Skelett in der Nähe. Wenn es uns sieht, werden wir zurück in deine Zelle geschlürft. Glücklicherweise weiß ich, wie wir unten entdeckt bleiben können. Es gibt da einen Schleimfach zu verfolgenden Weg, den Gottfried mir gezeigt hat. Hier lang. Wenn ich ein Gefängniswärter erwischt, wirst du an dem Anfang zurückgeschickt. Die Skelette dürfen dich nicht sehen, wenn du dein Ziel erreichen willst. Oh nein. Oh, jetzt muss ich hier auch noch schleichen. Ich bin im Schleichen richtig schlecht. Spiel mal mit mir Assassin's Creed. Ich gehe nur auf Krawall aus. Ich kann kein Schleichen. Was ist das? Also solange jetzt keine Wachen kommen, bin ich zufrieden. Sag mal, war meine Mütze nicht eigentlich auch grün? Warum ist denn die jetzt braun? War meine Mütze nicht grün? Warum sind die jetzt auch braun? Oh. Da ist ganz viel Sand. Da ist die Katze. Meister Quitte, ich brauche die magischen Bohnen. No. Wer hat jetzt Klopapier benutzt, die Mütze? Ich glaube auch. Oh. Ich glaube auch. Scheiße, fühlst du mich jetzt richtig oder was ist da los? So weit, so gut. Es wäre wohl am besten, wenn wir uns von jetzt an durch die Abflussgräben schleimen. Lass uns langsam angehen. Ja. Wir klecksen gerade aus dem Gefängnis aus und sind nicht zum Spaß hier. Beeil dich und folg mir. Wir sehen aus wie Scheiß und wir riechen jetzt wie Kacke. Na gut. So jetzt. Folgt den genauso, wie er läuft. Dann kann ich ja nichts falsch machen. Hoffen. Ich meine, der ist kleiner, den sieht man nicht so schnell. Das ist das Ende des Weges, den Gottfried mir geschleimt hat. Von jetzt an sind wir auf uns allein gestellt. Scheiße. Was? Ich glaube, der Kerl ist aus Zellenblock 2. Wir sind wohl nicht die Schleimsägen, die fliehen wollen. Zwischen dem Loch und uns patrouillieren viele dieser Schleimkerle. Wenn wir versuchen, uns zwischen ihnen durchzuschleimen, würde man uns in 0, Plitsch schnappen. Na super, jetzt geht erst die Scheiße los. Ich glaube, ein Geisterglitch. Warum versuchst du nicht, auf mir zu reiten und die Klippen hochzuklettern? Was?
Ich kann glitschig hochspringen, höher als du allein es je könntest. Mein federner Körper fängt sogar deinen Sturz ab, falls was schief geht. Drücke neben einen verbündeten Schleim R1, damit er dich mitnimmt. Schleime können nicht nur richtig hoch hüpfen, ihre elastischen Körper schützen dich vor tiefen Stürzen. Gut, das ist sehr gut, weil ich sterbe immer durch Stürze. Toll, so hoch ist es jetzt aber auch nicht. Hui! So stelle ich mir Spaßbomben vor. Entschuldigung. Hallo Senko. Schönen guten Morgen. Wo ist der Vegeta-Double hin? Der ist im anderen, in der anderen Zelle. Der kann leider nicht mit, weil wir das Loch haben, wo wir fliehen können. Wir müssen leider erstmal alles hier vorbereiten. An Schleim musst du diesen Kletterpflanzen, zur Kletterpflanze springen. Aber du könntest auch einen plitschenden Sand nehmen und eine Brücke zu... Ja, ich will eine Brücke bauen. Wenn ich jetzt springe, dann falle ich bestimmt runter. Deswegen lass mal. Riskiere ich jetzt nicht. Über den 24-Stunden-Stream? Nee. Das nicht. Ich übertreibe es einfach nur gerade wieder. Das Spiel nimmt gerade ein bisschen interessante Seiten irgendwie. Also es hat gerade interessante Seiten, dass ich gerade nicht aufhören kann. Das ist schon ein bisschen spannend, weil wir gerade im Knast sind. Meine Fantasy spielt mir Streich. Ich habe gerade verstanden, dass Liz sagte, ich sterbe immer durch Fürze. Nur weil ich es gedacht habe, heißt es nicht, dass es so ist, ne? Ich habe das wirklich gedacht. Also ich habe es auch so verstanden, ehrlich gesagt. Beim Lesen. Ganz komisch. Okay, Killer. Huch! Ein Loch zum Loch sieht nach einem praktischen Weg aus. Aber wenn du dir nichts runterfällst, zermatschst du am Ende noch. Kletter auf meinen Rücken, bevor du springst. Hui! Oh. Boah, genau hinter ihm? Das ist nicht dein Ernst. Das ist der Schlüssel zur Zelle des Hämmerlings. Schleifach prima. Wir müssen weg hier. Hör auf zu reden. Ganz schnell weg hier. Ist nicht hier unten der Troll? Oh, shit. Kann ich eine Waffe nehmen? Nee, ne? Schade. Sage nur, normalerweise schlafen die deutschen Streamer um die Uhrzeit. Ist eher selten, dass ich jemanden um die Zeit sehe. Dann alles Schlaffis, dass ich es nicht um die Uhrzeit schaffe. Eigentlich wäre ich jetzt auch im Bett. Schon. Ich mache auch nicht mehr so lange. Der Keksi tut mir auch immer ein bisschen leid, wenn Liz mal wieder übertreibt. Der Keksi ist freiwillig jetzt wieder wach. Der kann ruhig pennen gehen. Ich kann auch Modarbeiten machen. Hallo, Herr Hämmerling. Lass uns Schlamm. Hau, hau, hau. Ja.
An Schleim ist ja genauso wütend, wie die Gefangenen gesagt haben. Wir werden ihn erst im Kampf besiegen müssen, bevor er unser Schlammerrat wird. Keine Sorge, ich werde dir helfen. Dann mal ran an den Klecks. Pokémon Fight! Düdüm. Ich greife an! Prügelt auf ihn ein! Wow, das war der beste Kampf meines Lebens. Spuck mal, Nero. In den Augen des Hämmerlings liegt ein dankbares Glitschern. Ich glaube, er will sich mit uns anfreunden. Wow, das war jetzt sehr beeindruckend. Das ist schon vor 2 Stunden gesagt. Ja, willkommen in meinem Stream. Das passiert sehr oft. Du wirst merken, dass das sehr, sehr oft passiert. Was ich sage, 3 Stunden später. Nee, die Keksehre verbietet ihm zu schlafen, solange du streamst. Oder er schläft irgendwann ein. Dann ist gut. Hämmerling schließt sich dem Team von Nero an. Bitte gib ihm einen Namen. Ich jetzt nicht löschen. Oh, es ist Kirby. Willkommen zurück, Kekskiller. Willst du nicht mal schlafen? Hab vorhin gepennt. Wie sieht sich das einer mal an? Er ist schon viel freundlicher als vorher. Jetzt müssen wir nur noch die Puppe in der Zelle lassen, dass wir diesen dämlichen Skelette sicher schlägt durch Schleim anbringen. Wir haben gar nicht über dich geredet, als du weg warst. Wenn die das nicht merken, weiß ich auch nicht. Jetzt müssen wir mit Kirby nur noch zum Tunnel unter deiner Zelle wobbeln. Also plitsch ans Werk. Gut. Dann gehen wir mal. Macht voll Spaß. Okay, nichts wie Schleck. Wir müssen nur noch einmal zum Tunnel unter deiner Zelle gelangen. Dann können wir abhauen. Pass genau auf dem Schleimkerl auf, ja? Wir schlürfen jetzt nicht erwischt werden. Okay. Und wie soll ich das jetzt anstellen, nicht erwischt zu werden? Wo muss ich denn hin? Ach, ich muss darüber. Oh, scheiße, ich muss darüber. Dann ist das ja voll die falsche Seite. Gut gematscht. Wir sind direkt vor der Nase dieses Wärters vorbeigeschwobbelt. Und weiter. Okay, gehen wir jetzt da lang und pass auf, dass uns der Schleimkerl nicht sieht. Solange nicht noch mehr hier sind. Jo. Okay, da gehe ich nicht lang. Also habe ich gar keine andere Wahl, als hier lang zu gehen. Da lau. Mann, da läuft doch noch mehr als ein. Ja. Oh, scheiße, die sehen mich. Läuft ja schon echt gut.
Sackhüpfen. Er ist so dankbar, dass du ihm die Zähne ausgeschlagen hast. Wer wäre da nicht dankbar, ne? Oh Scheiße, die sehen mich doch voll hier. Ah! Yay, ich wurde gefangen. Hä, wie schnell hat er mich gesehen? Warum ist der umgedreht? Was soll das? Hä, wie soll ich jetzt abhauen? Hä, wie soll ich das denn machen? Toll. Das ist ja wunderbar. Warum waren die jetzt die ganze Zeit umgedreht? Wie soll ich denn da abhauen? Danke, dass du mich im Fluss ertränkt hast. Bitteschön. Jetzt ist er nicht so.